Gut, haben wir das auch erledigt. Komischerweise haben wir sogar nicht mal irgendwie Alarm in dem Lager ausgelöst. Hat einfach keiner mitbekommen. Finde ich auch gut. Ja, Jenna, Typen haben mal gesagt, komm, wir haben heute einen guten Tag, also. So, die Feuerverteidigung stellen wir auch mal aus. Vielleicht keine schlechte Idee. Das da ist übrigens jetzt kein seltenes Auto, aber das ist so ein Schrottauto. Auf dem Ding ist halt so ein Riesenvorrat an Schrott. Das nehmen wir auch gleich mit in die Festung. Dann kriegen wir den Schrott automatisch unserem Schrottkonto zugeschrieben. Gut geschrieben. Dem Schrottkonto. Ja, das Schrottkonto. So, also wir haben hier... Das heißt, Max ist also bei der Sparkasse. Ja, genau. Nur bei der Sparkasse gibt es jetzt die einmaligen Schrottkontos. So. Schon mal vorsparen für die Apokalypse, weißt du? Ach, na, das heißt mal so zum Thema Sparkasse. Hier, eigentlich wurden ja November letzten Jahres schon diese neuen Sparkassenkarten ausgestellt, weil die alten ja abgelaufen sind. Ich, ja, hab meine ungefähr, also meine wurde ungefähr vor 2 Wochen zugestellt. Und den muss ich mir jetzt immer noch abholen. Weil die irgendwo hier in Wandels gelandet ist und da muss ich erstmal fahren. Solange du noch mit der alten irgendwie bezahlen konntest, ich weiß ja nicht. Konnte ich gar nicht. Die ist ja so gesehen seit November abgelaufen. Das heißt, Geld abheben konntest du damit, oder? Nee, also nicht mit der Karte, ich musste dann quasi mit Personalausweis und so weiter, Alter. Halt, mit Sparkasse. Und das ist jetzt schon seit mittlerweile fast 5 Monaten. Also so gesehen, zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade die Tales von der Borderlands Aufnahme gemacht. Also nicht hochgeladen, sondern nur die Aufnahme gemacht. Und das Problem war quasi, keine Ahnung, die haben die einfach bei mir nicht zugestellt, oder besser gesagt, irgendwie war ich nicht zu Hause oder was weiß ich nicht, und haben den Briefkasten nicht gefunden, obwohl ja der Name dran stand. Und dann ist die immer wieder zurückgeschickt worden und die haben es nicht hingekriegt, die zu mir zu liefern, obwohl ja Lieferadresse stimmt, Name stand dran, alles mögliche. Und die haben einfach nicht hingekriegt, so 2 Wochen. Oh nein, nein, nein. Bam! Double Kill. Ja. Das war der Warcry, ja? Durch den Typen durcherschossen. Zack, zack, zack. Für sowas liebe ich dieses Spiel. Oh yeah, und dich habe ich gekontert und du kriegst auf die Schnauze und du jetzt auch und jetzt ist die Waffe kaputt. Egal, ich kämpfe mit den Fäusten weiter, jetzt bin ich im Rage-Modus. Jetzt du ohne. Oh mein Gott, ich muss aufpassen, dass ich das Sprengfass nicht treffe. Oh, du bist gekontert und jetzt kriegst du auf die Schnauze. Will er noch jemand auf die Schnauze? Nein? Gut. Ich habe meine Schrotflinte nachgeladen, falls noch jemand Blei im Gesicht haben will. Wisst ihr Bescheid? So, wo waren wir stehen geblieben? Sparkasse. Weißt du Bescheid, Boller? Okay. Ja. Schrott. Schrott und so viel Kanister. Ja, hier in den Lagern muss man auch immer aufpassen, dass man nichts übersieht. Gerade diese Insignien, die sind immer relativ gut versteckt. Ich habe ein bisschen Angst vor den Kanistern, beziehungsweise mich in der Nähe von denen zu bewegen. Ich muss mir gerade vorstellen, kriegt das im realen Leben eine Autowerkstatt Panikattacken wegen den Kanistern. Nee, aber hier im Spiel musst du ja aufpassen, wenn du dich in der Nähe von den Dingern bewegst. So. Oh, Tür benötigt Explosion. Dafür sind die Kanister da. Ah! Die Glühbirne geht auf. Und 1 ist 2. Man könnte jetzt sagen, dass es verschwendete Munition war, aber... Ach, Ivo. Ist ja nicht so, dass Munition im Spiel eine Mangelware ist. Absolute Mangelware. So. Wir sind in einem Höhlensystem. Oh. Excuse me, sir. We got company. Zack. Was haben die denn hier drin so schönes? Ah, da unten ist so ein Ölfeld. Oh. Was können wir denn hier machen? Sprechen. Damit habe ich jetzt irgendwas. Was an diesem Kran hing, habe ich jetzt damit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, hier ging es nochmal raus. Das Ding habe ich gerade eben schon von der Seite gesehen.
Guck mal, da haben wir sogar ein Symbol. Also muss da für fette Leute ein Albtraum sein, die können da einfach nicht rein. Aber guck mal, hier haben die ihren Balkon. Ist nur blöd, dass man hier nicht so geil runter gucken kann wegen dem Gitter. Ja, hier fehlt echt noch hier so ein Grillbier. Guck mal, da guckt sogar einer sich den Sonnenuntergang an, wie toll. Ist es nicht schön? Weißt du, den hätten sie auch mal ruhig einfach da runterschmeißen können. Ich meine, das ist das nicht. Oder die ja, benutzen also, den als Kissen. Kann auch sein, weil ich meine, andernfalls könntest du den Sessel ja wegschmeißen. So. Wir müssen gerade vorstellen, stehen da wie bei Family Guy bei dieser Star Wars Parodie-Folge, wo sie hier im Todesstern dieses Sofa finden und es dann versuchen mitzunehmen. Ich habe das leider nie gesehen. Muss ich dir später mal zeigen, das ist wirklich sehr geil. So. Springen wir das Ding mal in die Luft. Ja, den Rest machen wir jetzt noch. Da kamen wir ja noch gar nicht ran. Immer mit der Ruhe. So. Ah, jetzt geht die Bedrohung schon ein ganzes Stück runter, siehst du mal. So, die Frage ist jetzt. Jetzt waren wir hier unten. Geht's hier noch irgendwo lang? Nö. Jetzt müssen wir nur die restlichen Dinger noch irgendwie finden, die hier sind. Irgendwo muss es hier noch einen Weg geben, oder? Wir haben tatsächlich draußen was übersehen. Weil ja, man konnte... Wie viel musst du denn noch sammeln? Noch eine Menge. Also eine Insignie, zwei Schrott und noch sogar ein Teil. Weil irgendwo ein Teil. Warte mal. Nee, doch nicht. Ach, warte mal. Hier. Da geht's hoch. Aha. Das erklärt möglicherweise einiges. Genau. Ja, hier werden wir den Rest finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, Nahrung. Ja gut, wir haben volle Gesundheit, schade. Kein Dinky D für uns heute. Ich finde diesen Namen so bescheuert, Dinky D. Ich finde das auch geil, das ist einfach so eine Hundefuttermarke und deswegen sind jetzt alle Hunde Dinky Ds, weil das die letzte Hundefuttermarke ist, die auf dieser Erde übrig geblieben ist. Es gab sonst keine andere Hundefuttermarke. Tja. Geil, schon, aber immerhin lieber Nickel D als Pedigree. So. Hier haben wir den letzten. Ah, ne, da, das ist das Teil. Sehr gut. Ölbrunnen. Aber wir können immer noch nichts bauen. Wir haben bis jetzt alle ziemlich viele Projekte angefangen, aber noch nichts fertig. So, hier sind wir. Es ist halt so typisch Trucker Crew. Alles wirklich läuft, aber nichts ist beendet. Ja. Ah, oh schön, jetzt wird auch nochmal angezeigt, dass wir es zu 100% haben. Freu! Geil! So, ne, jetzt komme ich nicht mehr da. Scheiß drauf. wegen Max Unfähigkeit auf Sandsäcken zu klettern. Egal. Ich sehe eh keinen Grund mehr, warum wir nochmal da hoch müssten. Also von daher. So, dann fahren wir das mal zu die Festung und dann können wir mal ein paar Journaleinträge machen. Oder wie auch immer man das nennt. Wird sein, solange du zu G's Festung fährst, musst du da keinen Cut machen, aber ich mache mir jetzt noch kurz ein paar Cornflakes und bin gleich wieder da. Okay, au. man merkt, ich nehme nicht mal eine Sekunde das Headset ab und schon brauchst du Scheiße. Ich bin schon fast da. Ich bin bereit. Ich bin wirklich fast da, holy shit. Das ist echt kein weiter Weg zu Jeets Festung. Das Ding war praktisch genau vor Jeets Festung. Das war einfach jahrelang, das ist ein Lager, was kaum verteidigt war. Jahrelang neben dieser Festung, als ob die nicht genug Männer gehabt hätten, um das Ding einfach zu zerstören. Mann, ey. Aber Jeet denkt sich so, nö, ich bleib in meiner Festung, mach gar nichts. Scheiß drauf, die Festung aufzuwerten für meine Leute. Geil, und wir haben sogar das Fahrzeug bekommen. Natürlich wird sich das Fahrzeug in Zukunft wiederholen, aber... Können wir eigentlich schon irgendwo was bauen? Also nein, müssten wir noch nicht können. Aber es gibt doch hier auch diese Vorräte, wo man Schrott anliefern muss. Vielleicht muss ich das aber auch in der Mission erstmal... ja genau, wahrscheinlich ist es Teil der Mission, dass einem erstmal erklärt wird, dass man überhaupt die Festung aufrüsten kann.
Das wird dann wahrscheinlich gleich kommen. Gehen wir mal kurz zu Jeet hoch, während Eric gerade sich noch die Cornflakes der Liebe macht. Ich bin schon wieder da. Ich muss vorsichtig ausbalancieren, ich lasse sie nicht auf den neuen Tropfen. Ich lasse hier Jeet noch ein bisschen rumschreien, lass ihr ruhig Zeit. Der hat hier viel zu erzählen. Mhm, ja. Ja, das finde ich auch, Jeet. Ja, wirklich. Nee, da sollten die Leute mehr drauf achten. Da hast du schon recht. Wir können eigentlich mal gerade ins, wir haben doch schon hier, guck mal, Faustkampfbandagen für Max. Schlagringe. Warte mal, was ist denn das überhaupt? Das ist Schrott. Also wir haben ja mehr als genug Schrott. Ich glaube, wir haben 1000 Schrott oder so. Theoretisch könnten wir uns die holen. Hier, das schalten wir erst frei ab. Oh, bald schalten wir auch eine neue Jacke frei, das ist gut. So, was ist das? Handgelenkbandagen? Ah, für die Paradefähigkeit. Ja, also wir schalten schon ein paar interessante Sachen hier frei. Unter anderem auch Fähigkeiten, sehe ich gerade. Ah, ja, ja, ich sehe, ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Stimmt, es gibt ja auch ein paar Fertigkeiten. Ja, wir machen aber erstmal das hier, damit er ein bisschen mehr Schaden macht, der gute Max. Paar Bandagen. Ich finde auch schön, dass sich das optisch dann immer widerspiegelt, dass er jetzt wirklich so Bandagen trägt. Dann machen wir ihm noch die Handgelenksbänder, damit er ein bisschen besser parieren kann. Freundschaftsarmbänder. Mhm, ja, genau. So glühende hier Sticks dran. So. Ja, für die Schrotflinte gibt es noch keine Verbesserungen. Werkzeuge sind halt Werkzeuge. So, was gibt's denn hier jetzt? Ganz hinten noch was? Nee, wollte ich gerade sagen. Es wäre ein bisschen merkwürdig, wenn wir die Sachen hinten schon frei hätten. Exekution mit der Schrotflinte, das könnte man eigentlich mal machen. Die Fähigkeit ist nämlich ganz geil. So. Okay. Gut, jetzt ist natürlich doof, wenn du jetzt am Essen bist. Du musst jetzt auch lesen, ne? Also. Ja, wir machen was schon. Okay, gut. Ich erinnere mich schon an Black Alpha One, die eine Stelle, wo wir irgendwie, wo Mutter mir Pizza gebracht hat, ein Zimmer und du so, sicher, dass ich nicht cutten soll. Was? Nein, musst du nicht. Also wir können uns hier ganz einfach im Lagerfeuer chillen. Und ah, warte, lass mal gucken. Wir haben hier. Ah, Reißerfelgen. Siehst du, da haben wir schon Felgen freigeschaltet fürs Auto, die ein bisschen Schaden machen. Ist zwar noch nicht viel, aber immerhin schon so ein bisschen so Enteabwehr. Was war das nochmal? Ach so, das war dann, was die abhalten soll, davon aufs Auto zu springen. Die Roller. Gibt's eine Aufrüstung fürs Snipergewehr? Ach, das verringert die Nachladezeit. Und hier für die Harpune, die ist auf jeden Fall wichtig. Die. Ich finde es so schön, dass das zweite L bei die Roller gleichzeitig eine Gabel ist. Das hört sich so typisch Tucker Craig, einfach ganz random eine Gabel rein. Achso, stopp, falsch. Gehen wir mal hier. Biografien. Machen wir doch als erstes mal. Fangen wir mal bei den Werkzeugen, Waffen an. Da haben wir jetzt alles frei. Nee, doch nicht, Quatsch. Zwei Sachen sind ja noch offen. Aber hier, Le Zange. Geil. Lässt sich dazu fahren, Minen zu entschärfen und allen. Nee, und an die Schrotflintenpatronen im Innern zu gelangen. Yes. Für die Minenfelder natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das auch in meiner Hauptmission ist, dass man das einmal machen muss. Ich glaube nicht. Das können wir aber gleich mal machen, weil hier gibt es ja ganz in der Nähe ein Minenfeld. So. Le Leuchtpistole. Mit seiner Leuchtpistole kann Max Schambacke ziehen, wenn er sie nach Sie sehen abholen soll. Und er kann den Missionsgeber über den Abschluss seiner Aufgabe informieren. Es ist ja nicht so, dass ein Feind die auch zweckentfremden könnte und ihn in den Hinterhalt locken könnte, aber naja. Er hat ja, ist ja seine Leuchtpistole, oder was meinst du jetzt damit? Und er, ich meine, dass irgendjemand Max tötet, seine Leuchtpistole benutzt, dann ja, verbindet noch ausleuchten. Klar, das ging natürlich auch. Le Brecheisen, sehr schönes Ding. Ja, kau erstmal, kein Problem. Im Ödland stößt Max in verschlossenen Behälter und Türen, die sich mit dem Brecheisen aufbrechen lassen. So lassen sich wertvolle, unentdeckte Schätze finden. Dann die Harpune. Warum musst du genau dann essen, wenn ich das Ding aus will? Du kannst doch in den Pausen dazwischen essen. Hab halt Hunger. Und nachdem die Harpune angebaut wurde, können
Max und Schambacke damit Teile von gegnerischen Fahrzeugen sowie Tore und andere Hindernisse abreißen. So, und das Snipergewehr? Ein Großklebergewehr mit hoher Reichweite, um Feinde aus der Ferne auszuschalten. Munition dafür ist allerdings schwer aufzutreiben, finde ich aber gut, dass wir das hier nochmal extra erwähnt haben. Ja. Nahkampfwaffen. Alles, was Max aufhebt, kann auch als Waffe verwendet werden. Doch all seine Nahkampfwaffen zerbrechen irgendwann, also muss er sich regelmäßig neue suchen. Das Ding in der Mitte sieht cool aus. Das sieht aus wie so eine, weiß ich nicht, wie irgendeine Bremsscheibe oder so, die zu einer Axt umgewandelt wurde. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie ein, ja, wie eine weniger gefährliche Version hier von Creek Psycho Bay. Ja, doch, ja. Und das andere irgendwie wie so zu Holz gewordener Pinsel. Also das eine Ding in der Mitte sieht irgendwie sehr, also das rechts davon sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Ist das so ein Kiefer oder so, der da vorne dran gebunden wurde, einfach nur? Ich weiß es nicht. Okay. Nee, sieht für mich irgendwie aus wie so eine Samenkapsel. Orte. Ja, da waren wir ja gerade eben noch. Pfad der toten Leere. In Brandenburg befindet sich der Kiefer, der erbaut wurde, um die tote Leere vor dem Großen Weißen zu trennen. Dieser Checkpoint steht unter allgemeiner Kontrolle der Gerstenfraktion und niemand, der nicht zu ihr gehört, kommt daran vorbei. Er wird Tag und Nacht von Borbeis und ihren Maschinen streng bewacht. Hast du jetzt Brandenburg gesagt in Anlehnung an die Berliner Mauer irgendwie? In Brandenburg, ja, egal. Ist wieder egal. Jemand auf die Allee geguckt. Das will man noch machen mit 17, 18 in Brandenburg. Da stehen drei Nazis Nein, auf dem stopp Hügel, jetzt. Finden keinen zum Verbügeln. Okay, sieht sowas wie meine Kuh. Irgendwie spackt mir gerade das Bild total ab. Also ich habe zwar ein flüssiges Bild, aber es ist irgendwie so, als wenn Farbe darüber gekippt wurde. Okay. Frag mich, also liest mal lieber. Also den unteren Teil kann ich lesen, den Anfang finde ich. G-Zuheitsgebiet steht hier, Beschreibung. Oder was meinst du jetzt? Oder ich lese es einfach mal gerade komplett vor. Meine Beschreibung generell, also ab Frachtcontainern versunkenen Schiffen kann ich alles klar lesen, aber drüber ist halt wie, als wenn jemand Farbe rübergekippt hat über das Bild. Okay, ja, okay. Ich lese es einfach mal ganz vor. Also G-Zuheitsgebiet. Hier ließen sich Jeet und seine Anhänger in ihrer Festung nieder, die später als Balefire bekannt wurde. Oder Balefire, keine Ahnung. Einst gab es in dieser Gegend viele Schätze zu entdecken. Die Inhalte alter Frachtcontainer in versunkenen Schiffen warten nur darauf, von wagemutigen Plünderern ausgeräumt zu werden. Und die große Entfernung zu Gastown ermöglichte es ihnen, sich hier eine dauerhafte Unterkunft aufzubauen. Leider hat die Lage sich geändert, seit die vom furchterregenden Stankam geführte Truppen Scrotus damit begonnen haben, das gesamte Gebiet zu belagern. Und dann haben wir das Stank am Stinkkaugummi. Kannst du das lesen? In der Mitte von G2s Gebiet liegt seine Festung. Eins war sie das stolze Herzstück dieses Teils der großen Weißen. Doch nun ist sie praktisch in Vergessenheit geraten. In dieser Gegend finden sich zahlreiche Spuren der jüngsten Aggression von Saber Scrotus. Vogelscheuchen, Kriegslager, Kolonnen und Truppen. Jeets Festung selbst ist immer noch immer relativ sicher, solange man sich in ihrem Innern befindet. Sie zu erreichen ist hingegen eine sehr riskante Angelegenheit. Schon immer leicht reizbar und nur in den Hungertotennasen Jeet und die Seine extrem wachsam. Findest du nicht auch, dass Jeet als Name total schwul klingt? Jeet klingt auf jeden Fall merkwürdig, ja. Ja. Klingt irgendwie wie so ein Künstlername auf einer schwulen Parade. Jeet, mein Süßer. Die Festung befindet sich in einem alten Leuchtturm aus den Zeiten vor dem Fall und wurde dermaßen verstärkt, dass sie inzwischen eher einer mittelalterlichen Burg ähnelt. Also ich finde, von allen Festungen, die es hier in diesem Spiel gibt, ist das mit Abstand die geilste und auch die ich wirklich als Festung bezeichnen würde. Aber so viel erstmal dazu. Okay. Achso. Da geht's noch weiter runter. Ah. The Fuel Veins. In diesem Teil der großen Weißen verliefen einst majestätische Pipelines, die Öl von den Bohrplattformen auf dem Meer abtransportierten. Nun sind sie leer und verrostet. Wer nach Metallteilen ausgeschlachtet, befindet sich in einem Zustand des Zerfalls, wie ein Denkmal der Ära großer Maschinen. In diesem Gebiet befinden sich auch der Kiefer und der Pfad der toten Leere, die direkt in die tote Leere führen. Nein, der Pfad der toten Leere, der direkt in die tote Leere führt. Wie poetisch. Oh. Der Kiefer wird von Scrotus Kriegstruppen streng bewacht. Mhm. Ja.
Bonfire Flatland, dieses Flachland. Kannst du Ja, toll. weiterlesen und so tun, als ob nichts gewesen wäre, bitte. Na, sorry, aber ich muss bei Nein, nein, Flachland nein, kommt mir nein, die nein, ganze nein, Sache mit. Ja, aber Shadow of Mordor kommt einfach wieder hoch hier mit nein. ja, keine Ahnung, ob ich einfach nur diesen Abfluss gesehen hatte, wo das Wasser durchschritt und sofort denken musste. Gehört zu Jeets Reich, also seine Ehefrau, und behindert jetzt seine Festung der Feier. Eigentlich wurde es regelmäßig von Jeets Plünderern patrouilliert. Doch nun haben Skotos Truppen fast komplett davon Besitz ergriffen. Schluss Und jetzt! weil Mann, so eine Scheiße! also Jeet, deine Frau ist schon sehr flexibel. So, hier, da. Hier, die Black Moss. Dieser Bereich war einst reich an Öl. Jetzt steckt überall giftiger schwarzer Schlamm aus dem Boden, wie Eiter aus einer Schwärmen. schwerenden Wunde. Aus einer schwärmenden Wunde. Schwärmt. Eine Wunde, die schwärmt. Oh Gott, Elvis kann so gut tanzen. Das verrückte Rennen. Wir nennen es die Todesfahrt. Oder auch wie zerschießen Daniel die Reifenfahrt. Ja. Ich muss mir gerade vorstellen, stehen da so extra Plakate, der reifenlose Sauerwein noch heute Eintritt verlangt, 5 Euro. Lass Sehen den Sie Mond. heute, wie Sauerwein seine Reifen zerschossen bekommt. Genau, und dann musst du dir vorstellen, dann stehen da so Pascal und Patze so mit deinem Kopf auf einem T-Shirt gedruckt, durchgestrichen, und grölen mit einem Bier in der Hand. Lass den Motor in den Dünen laut singen, dann sieh nach links und entscheide, hinüberspringen oder unten durchdringen. Durch die windenden Kurven der Hügel empor, wie ein Wilder den steilen Hang hoch. Immer weiter vor, vielleicht hast du es knapp und räumst den Ballfall den Siegerpokal ab. Durch die Kühe. Und der Kiefer. Dunkel und bedrohlich wacht das enorm als Kiefer bezeichnete Tor über den Pfad der Toten Leere, die einzige Passage zwischen der großen Weißen der Toten Leere. Nur Freunde von Gasthorn dürfen hier durch. Ich finde auch, das sieht echt hammergeil aus, dieses Tor. Ja, das sieht wirklich geil aus.